Jahr des 30-jährigen Bestehens sind die Eisenbahnfreunde Hönnetal mit ihrer Feriemaus zurück zu den Wurzeln gekehrt. Wir wollen unseren Bahnhof mehr nutzen, erklärte Pressesprecher Burkhard Wendel, dass die Aktion in der Heimat stattfand. Früher sei man weiter weggefahren, doch sie hätten gemerkt, dass das hier am Erlebnisbahnhof viel entspannter abgehe. Kein Umsteigen auf großen Bahnhöfen mit der Gruppe, keine Zeitprobleme. So hätte ein Ausflug an die Sorpe mit einer Dampferfahrt stattgefunden und dann sei man zum Bahnhof gefahren. Hier erlebten die etwa 60 Teilnehmer der Ferienaktion, je zur Hälfte Kinder und Erwachsene, so einiges. Da kämpften die Ritter der Gräflichen Allianz zu Arnsberg-Mark e.V. gegeneinander oder Fahrten mit dem Schienenfloh oder der Draisine standen an. Eine große Holzeisenbahn und ein Sandkasten, da waren die Kinder vollauf zufrieden. Zudem wartete noch das Hönnetaler Eisenbahnmuseum auf die kleinen Eisenbahnfreunde. Die Teilnehmer stammten hauptsächlich aus dem Raum Menden und Fröndenberg, aber auch Eisenbahnfreunde aus Balve und Garbeck waren mit dabei.